Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier mal zu einem weiteren Video. Ja, ich befinde mich jetzt hier auf der Südhämmern V4.0. Diese Map ist Seasons Ready. Das heißt, das Spielvergnügen mit Seasons ist nun endlich da. Weitestgehend, soweit wie ich gesehen habe, bis jetzt im Internet die einzige Map, die Seasons Ready ist. Dies verspricht der gute GMCV. Die Map kennen wir ebenfalls schon, glaube ich, aus dem 15er gab es die schon. Dann gab es die im 17er. Dann gab es die jetzt hier im 19er. Ja, die Map hat einige Produktionen schon. Einige davon sind hier am Hof bei uns. Wir haben hier einmal Saatgutherstellung. Dann haben wir hier einmal die Düngerherstellung. Dann haben wir hier Ballmaster. Sprich, da kommen komplette Ballen rein und da kommen Strohballen raus. Lose Stroh kommt dort raus. So, dann haben wir hier am Hof auch noch, was war das jetzt hier? Wasserdünger, Flüssigdüngerproduktion, eine befüllbare Tankstelle. Dieses gute Stück hier muss ich niemandem erklären. Das ist unser Kompostmaster, so wie wir ihn auch schon aus dem 17er kennen. Ja. So, ja, was ist neu in der V4? In der V4.0 ist neu, dass wir eine weitere Frucht dazu gekriegt haben. Und zwar Spargel. Den können wir mit einem Drescher ernten und mit einem Maisgebiss. So, dann haben wir hier eine Anzeigetafel. Hier können wir schön gucken, was fehlt uns jetzt in der jeweiligen Produktion. Diese Riesentafel gab es im 17er auch schon. Aber immer noch geil. Ja, im Großen und Ganzen ist die Map eigentlich so geblieben, so wie man sie aus dem 17er schon kennen. Hier vorne sind die Rinder. Aber ein bisschen schneller. Hier links sind die Rinder. Hier sind die Schafe. Dann machen wir hier eine Kalkstation am Hof. Eine Dünger. Station und Flüssigdüngerstation sowie eine Saatgutstation. Dann haben wir hier ein Güllelager, kann man eigentlich sagen, und ein Mistlager. So, hier vorne jetzt in LS19 Standard die Hühner. Die waren auch schon im 17er hier an dieser Stelle, nur da waren sie halt, ja, okay, haben sie irgendwo Eier hingeschmissen und dann mussten wir die einsammeln. Jetzt haben wir hier selbstverständlich alles 19 Standard. Ganz klar, kriegen wir unsere Eierkartons. So, was haben wir noch Schönes am Hof? Wir haben hier eine Silageproduktion. Hier ist die Silageproduktion, die war auch schon im 17er hier. Dann haben wir da vorne eine Kartoffelwaschanlage. Die Funktion brauche ich, glaube ich, niemandem zu erklären. Die Funktion, die kennen wir alle. Gab es auch im 17er und im 15er. Ich glaube, das müsste sogar die Kartoffelwaschanlage aus dem 15er sein. Im 17er sah die, glaube ich, ein bisschen anders aus. Wasser muss rein, Diesel muss rein, Kartoffeln müssen rein. Raus kriegen wir selbstverständlich Kartoffeln und gewaschene Kartoffeln und Kompost war das, glaube ich. Ja. So. Ja, und hier haben wir dann halt unsere Schafe. Nichts Besonderes. Aber auf jeden Fall, was wirklich jetzt hier besonders ist, ist, die Map ist jetzt Seasons Ready. Das heißt,
bei Regen oder so dürfte das eigentlich jetzt nicht mehr in die Gebäude durchregnen. Oder bei Schnee, dass sich da drin eine Snowplane bildet. So, dann haben wir hier noch ein Silo. Silage, Hexegut, Zuckerrohr, Kuhfutter, Schweinefutter. Dann haben wir noch eine Futtermischanlage hier mit bei. Hier kommen die Kartoffeln, der Spargel, Rotkohl, Karotten, Zwiebeln, gewaschene Kartoffeln, grüne Bohnen und die Zuckerrüben rein. Die Tore haben keine Kollision. Macht sich natürlich besonders gut denn für Cursplay, wenn wir über Cursplay die Abfahrer machen, dann macht sich das natürlich besonders gut. So, dann schauen wir uns einfach mal an. Wir haben vom Start weg hier 1, 2, 3 Felder. Können wir uns ja kurz mal anschauen. Leider keine Wiese. Ne, eine Wiese haben wir leider nicht. Ja, und ihr seht es hier auch schon. Wir haben hier diverse Produktionen auf der Map. Eine Mehlherstellung, um nur mal ein paar zu nennen. Denn hier eine Torfherstellung. Dann haben wir hier oben haben wir die Schnapsherstellung, ne? Verschiedene Viehhändler. Denn was ich richtig gut finde, wir haben hier den Landhandel. Wir springen einfach mal hin. So, wir können hier nicht nur verkaufen, sondern wir können auch kaufen. Das heißt, wenn wir mal einen Mangel haben an irgendeinem Produkt oder an irgendeiner Frucht, können wir die hier kaufen. Das werden wir selbstverständlich noch ausprobieren. Und zwar im Let's Play. Ich würde gerne von dieser Map ein Let's Play machen, schon alleine, weil sie Seasons ready ist. Ja. Und das so ziemlich auch sicher die einzige Map ist im Moment, die leider, wirklich leider die einzige Map ist. Was heißt leider? Gott sei Dank endlich mal eine Map, die Seasons ready ist. Na. So, Früchte sind hier verbaut. Natürlich Standardfrüchte, wobei man hier hätte Zuckerrohr rauslassen können und ja, Zuckerrohr hätte man auf jeden Fall rauslassen können, meiner Meinung nach. Aber die anderen mega in Ordnung. Haben wir die Karotten, die Zwiebeln, Hopfen, Tabak, Weißkohl, Rotkohl, Dinkel, Spargel und Bohnen. Kann man einzeln verkaufen oder man verkauft es halt man gibt es halt weg als Produktionsmittel, ne? Für die Produktion, weil jede Frucht, die wir hier haben, hat irgendeinen Sinn und Zweck auf dieser Map. Und das ist halt so das mega geile hier auf dieser Map. So, wir springen einfach mal wieder zurück zum Hof. Ja. Beziehungsweise wir können auch mal in die Garage schauen, Startfuhrpark. Wenn ihr die Map runterladet, müsst ihr euch vorher eine andere Version runterladen. Ich sage euch auch warum, weil ihr braucht diese Map-spezifische Holmer-Pack. Ja, das braucht ihr, weil sonst könnt ihr hier nicht ernten. Die Zusatzfrüchte. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo wir den finden, den Holmer. Gehen wir mal hierher. Kartoffel. Technik. Gucken wir mal hier. Holmer, Holmer, Holmer. Wo bist du? Ja, noch weiter rüber. Hier, nicht Holmer, sondern Grimme. Genau. Hier ist dann das, was ihr noch braucht. Unbedingt, sonst könnt ihr nicht ernten. Da steht dann halt jedes Mal dabei, für welche Frucht die ist. So, dann braucht ihr natürlich, das ist ja nur das reine weg, das Fahrzeug, dann braucht ihr natürlich noch die Erntemaschine dafür. Den Roaster 610. Können wir auch mal gucken, wo wir den finden. Wo ist er? Superpack. Hm.
Gehen wir mal bei Grimme rein. Da sind die Fahrzeuge. So, jetzt müssen wir aber irgendwo noch die Technik. Sind die da vielleicht drin? Römer, HR12, nein. Kartoffeltechnik? Ne, da waren wir ja schon mal drin. Ach ja. Das ist wieder dieser typische Vorführeffekt hier. Superrohrtechnik, Minitechnik, Kartoffeltechnik. Schneidwerke mag na eigentlich nicht sein. So. Ne. Na gut, die werden wir dann schon finden. Die Maschinen haben wir ja drin. Beziehungsweise wir könnten auch mal probieren wir es einfach mal. Weltrick, hier war mal, ne? Ja. 25.000, 100.000 haben wir. Dann mieten wir uns das Teil mal. Und dann springen wir mal zum Händler. Der Händler befindet sich dann hier oben. Gleich, wir werden schön beim Händler hier voll in den Verkaufsraum hier sitzen. Na, nehmen wir wieder die Putzfrau. So. Ah. Okay, ich revidiere meine Aussage. Das heißt, die Erntemaschine braucht man nicht extra. Die haben wir schon an diesem Gerät hier mit dran. Ne? Ja. Im 17er war das halt so, da braucht man noch die Erntemaschine extra. Deswegen haben wir sie nämlich jetzt auch gerade im Shop nicht gefunden. Gut, schauen wir uns mal das Startfuhrpark an. Wir haben 3.13er zu Beginn mit 138 PS. Dann haben wir einen 6230R mit 280 PS. Ein Hostelmesh-Drescher. Dann haben wir einen Akku, zwei Akkuliner TKD 302. Dann Schneidwerk noch dazu. Ja. So. Dann haben wir noch Kartoffelmaschine, Seemaschine für Kartoffeln haben wir noch. Dann haben wir Flugengruber. Dann haben wir zwei Seemaschinen. Einmal für die Standardfrüchte. Und natürlich den Mais und der ganze andere Kladderadatsch hier. Dann haben wir hier einen Streuer, ja, ein Mineraldüngestreuer, dann haben wir ein Heckmähwerk, ein Schwader, einen kleinen, einen Sammelwagen, ein Frontheber, dann ein paar Werkzeuge dazu. Also für den Start völlig ausreichend. Okay, der Pendlergebäude ist auch ein bisschen was anderes geworden. Jawohl. Die Icons drehen sich mit. Na super. Gut. Können wir den mal hier wieder zurückgeben. Zurück damit. Jawohl, ja. So. Ja, eigentlich ist ja die Map ein bisschen groß hier für einen Singleplayer. Weil könnte man eigentlich schon fast als Vierfach-Map durchgehen lassen. Aber naja. Nicht so wild. Wenn, dann dreht sich ja sowieso hier alles in diesem Umkreis ab. Also wir fahren dann nicht, weiß ich nicht, wohin. Wir werden aber hier definitiv mit Curseplay arbeiten, weil, ja, wie gesagt, die Map ist halt doch relativ groß.
Und da macht sich halt Kirsten doch wirklich wesentlich besser. Ja, beim Händler haben wir dann gleich noch eine Tankstelle. Meiner Meinung nach hat sich das Händlergebäude gegenüber den 17ern mächtig verändert. Ich glaube, das war größer. Auf jeden Fall ist das interessant eigentlich. Ja. Der Pferdestall ist hier oben. Ansonsten haben wir die Tiere alle so weit am Hof verbaut. Die Hühner, die Schweine, die Kühe und die Schafe in der Nähe vom Hof, also nicht weit weg, gezeigt habe ich sie euch ja. Einzige, was hier ein bisschen weiter weg ist, ist der Pferdestall, der ist hier oben. Die haben aber eine mega geile Anlage gekriegt. Finde ich ja schon mal mega geil. Ja, und wo hier was hinkommt, ja, das wird euch hier angezeigt. Ja, das dürfte hier der Tierträger sein. Schauen wir mal. Jawohl, da ist der Tierträger. Ja. Dann haben wir hier einen Ballenunterstand. Oder Ballenunterstand. Oder Ballenunterlegen können, aber naja, okay. Kohl und Karotten schon rum. Also ist das eine weg mit Deko-Unterstand. Schade eigentlich. Könnte man eigentlich anderweitig nutzen können. So, hier kommt das Stroh hin. Dann Wasser und das Futter. Ja, und dann laufen die hier drinnen in die Gehege rum. Mega geile Macht. Coole Sache. Finde ich schon geil. Denn hier schöner alter Johnny. 2850C. Geile Sache. Gut. Meine Lieben. Was war schönes? Gucken wir es dann nicht. Sägewerk. Die Freunde des Forstes haben wir hier natürlich auch ein Sägewerk. Versteht sich. Was weiter hinten ist. Entweder ist das eine Vorbereitung für eine Produktion oder hier haben wir schon wieder eine Produktion gefunden. Ich glaube, das war doch hier früher die Mastanlage im 17er, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Eine Vorbereitung für die nächste Produktion, das könnte schon sein. Gut, weil hier steht ja noch. Legehennenanlage hier. Aber momentan ist hier halt nichts drauf. Aber schon mega. Ja. Ja, Leute, dann freue ich mich darauf, wenn ich euch hier dieses Let's Play präsentieren darf. Und bis dahin, für heute sage ich dann erstmal, bis dann Feierabend. Und ich sage dann mal ganz lieb, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein wenig informativ. Und bis zum Let's Play, sage ich dann mal ganz lieb. Ciao, ciao, euer Agrargamer.